an. Ach so. Darfst du, willst du? Weil du gerade so motiviert auf die Kamera zu laufen. Ich darf jetzt anmoderieren. Willkommen auf dem YouTube-Channel von Jenny. Willkommen. Heute gibt es, ihr werdet es nicht erraten, ein Beintraining. Jenny macht ein Beintraining und wir machen das, ich führe sie da so ein bisschen durch mit meinen Ideen und so. Weil der Jenny, der braucht ja noch nicht beibringen, war bei Mr. Olympia oder was soll ich euch erzählen, ne? Sie wird mir wahrscheinlich erzählen, wie man sie coacht. Nein, wir werden ein schönes Ding für euch ballern hier. Danach werden wir eure Fragen beantworten. Du hattest ja auch so ein paar gestellt. Bei mir haben sie auch ein paar gestellt. Also das wird guter Content heute. Freue mich drauf. Sehr gut. Du hast gesagt, wir machen ein bisschen Mobility und du machst mit. Hast du gesagt? Nein, ich bin schon fertig. Ach so, okay. Ich dachte, du machst jetzt nein. Mit. Nein, das schaffst du ja nicht, was ich mache. Ja, das stimmt. So Bein zur Decke und so. Ja, ja gut. Also, viel Spaß. Ist frech, ne? Ich bin... Schreib mal hier gleich aus. Nein. Mein allererster Coach gewesen. Echt? Hat mich die komplette Amateurzeit begleitet, vorbereitet, auf alles vorbereitet. Er hat mich vor Stunde Null an quasi gehabt. Und cool. Wie ist auch bei der, wo ich reingekommen bin damals, die Story war ja die gewesen, ich komme rein, habe mir das Studio, also Olympik, haben sie gesagt, musste hin. Klaus sitzt normalerweise immer so mit der Zeitung so da. Ich, hallo, ich bin Heiko, ich will Weltmeister werden. Na, dann geh dich mal umziehen da unten. Sag ich, ich will hier, ja, waren schon 100 oder 1000 hier mit dem Vortrag. Geh mal umziehen, wir gucken mal weiter. Wie total ignoriert. Dann bin ich runtergewackelt, habe mich umgezogen und so haben wir uns kennengelernt. Dann hat er so gesehen, dass ich so ein bisschen Gas gegeben habe und aber nicht so richtig wusste, wie. Ich wollte einfach nur schwer und brutal und fressen sowieso, Katastrophe. Also, und dann hat er sich so meiner angenommen und dann haben wir, guck mal, ich habe 93 hier angefangen, ne? Mhm. Und 95 hatte ich meinen ersten Wettkampf. Ja. Und sah aus vorher wie ein Gerüstbauer. Halt. Ja, aber bestimmt schon ein bisschen. Naja, ich kam von der Fit Factory, also ich war kräftig. Ich habe mich bis 117 Kilo ohne Stoff hochgefressen, war wirklich hochgefressen. Das war so die Zeit, so 3 Eimer Weltgänger die Woche, gefressen, was reinging, 500 Gramm Haferflocken zum Frühstück. Wirklich krank. Ich wusste ja nicht wie. Ja. Ich wusste nur, ich muss viel essen. Er hat immer gesagt, du musst viel essen, wenn du große Muskeln haben willst. Ja, und das ist ja bei mir dann immer, okay, dann werde ich mal nicht enttäuschen, dann fresse ich immer richtig. Ne? Und so habe ich mir das angehört. Und dann bin ich auch relativ schnell gewachsen. Bin dann auch, ich habe angefangen mit 90, 92 Kilo und war dann ganz schnell bei 132 gewesen irgendwie. Habe dann allerdings jedes Mal 30 Kilo abgeschmissen. Aber Amateurzeit war brutal. Und bei erste Diät dachte ich, oh, jetzt geht's endlich in die Diät. Den Toast weg, Schwarzbrot dafür, die Butter gegen Margarine, fettarme Wurst, so dachte ich, ah, es wird schon hart. Dann, hat er dir dann umgestellt? Dann hat, er war ja so ein Low-Carb-Fan und dann, das war so, als ob mir einer mit einem Vorschlaghammer in die Fresse haut. Nimm mal dem Esser die Carbs weg. Ja. Das ist wie Heroinezug. Ich bin bald gestorben, wirklich, bin bald gestorben. Als allererstes, eine Kniebeuge, ja. Zeitlupe. Okay. Zeitlupe und aber auch Zeitlupe aufstehen. Okay. 10 Wiederholungen. Dann schnappen wir uns ein paar Kurzhanteln und machen Ausfallschritte direkt. Hinter zur Hackenschmidt, wieder zurück. Das wird so unser Warm-up werden. Danach werden wir im Beinstrecker runtergehen. Und dann das Kniebeugen lassen wir heute weg, einfach mal. Weil dafür werden wir die Hackenschmidt mal ausprobieren, wie dir die gefällt. Ja. Dann zeige ich dir einfach mal ein paar Ansätze, wie ich mit meinen Leuten in der Beinpresse arbeite. Okay. Weil ich mache da meistens 3 verschiedene Sachen drin. So, ne? Also 3 verschiedene Abläufe. Und ja, vielleicht gefällt dir was davon. Schauen Beinpresse mal. Gerne. Also habe ich schon lange nicht mehr so mit System gemacht, sondern einfach halt klassisch. Ja. Ja, cool, dann hole ich dir mal ein paar Kurzhanteln. Was nimmst du zum, was denkst du? Genau, ziemlich enger Stand. Vielleicht gehst du dann noch einen ganz kleinen Ticken, ja, genau, so. Also so wie du normalerweise nicht normal stehst, sondern ein bisschen weiter vor. Genau. Ja. Und langsamer, viel langsamer. Warte. Mach mal wirklich Zeitlupe. Ansonsten nehmen wir eine Scheibe runter, das ist kein Problem. Man muss sich ja immer erstmal kurz an das Gewicht gewöhnen. Ja, genau.
langsamer das Tempo. Langsam. Und genauso hoch. Komm, langsamer. Scheibe runter oder so lassen? Geht. Okay, weiter geht's. Schön langsam. Super. Zwei. Vier. Schöne Ausführung. Danke. Super. Genau, schnappst du die Kurzhanteln und dann marschierst du mal zur Hackenschmiede wieder zurück. Die kannst du ruhig schneller machen, kannst du hinterwackeln. Versuch mal den Oberkörper ein bisschen nach hinten zu lehnen dabei, wenn du runtergehst. Ja, da hast du mehr Druck auf den Bein, genau. Super. Das ist ja eine richtige Ehre, mit einem Profi zu arbeiten. Das ist schon. Ja, freue ich mich. Freue ich mich wirklich. Sehr schön. Ja, komm, beiß dich durch. Okay. Ich würde sagen, davon machen wir drei Sätze. Mhm. Mach mal. Schön. Giant-Sätze draus machen. Dass du dann direkt von den Ausfallschritten in die Beinpresse gehst. Jetzt nicht zu schweres Gewicht nimmst, 10 Wiederholungen. Immer am nächsten Mal, da ist ja hinten einer. Ne? Dann auch 10 Wiederholungen, einfach ruhiges Tempo. Und dann zurücklaufen. Genau das werden wir im nächsten Satz machen. Ne? Also ich finde Vorermüdung, ich bin ein absoluter Fan. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja. Also generell bei allen Trainings bin ich ein totaler Fan von Vorermüdung. Das heißt zum Beispiel erst Strecker bis... Genau. Ja. Ne? Mache ich mit den meisten Leuten, da mache ich es dann nicht so, so anspruchsvoll wie jetzt bei dir, sondern die lasse ich wirklich 7, 8 Sätze in verschiedenen Variationen strecken mit ganz viele Wiederholungen, mit Halten, mit langsam Gegenhalten, mit Viertelwiederholungen am Ende, mit Reduktionssätze, so dass das Bein komplett vorbereitet ist. Ja. Ich bin der Meinung, wenn du vorermüdet trainierst, du kannst dich nicht verletzen im Training. Sag ich auch, ja. Ne? Also Mobilität und Vormüdung. Ja. Es sei denn, du hast, jeder Abriss hat ja eine Vorgeschichte, der passiert ja nicht so beim Training. Meistens schlechte Mobilität. Irgendwie so oder eine Vorschädigung der Sehne, wo man nicht merkt. Ja. Meistens haben ja Schulterschmerzen und dabei ist die Bizepssehne der Ansatz und dann kommt der Bizeps irgendwann. Ne? Ja. Und dann Ellenbogen und so. Oder so. Ja, nee, das ist, da haben wir ja schon mal dieselbe Philosophie. Ja. Was Jenny auch richtig geil macht, ist mit der Höhe, also... Sie bremst quasi am unangenehmsten Punkt ab, sie lässt sich nicht ganz durchsacken. Weil dadurch muss sie natürlich mit dem Beinbeuger und Adduktor schon so ein bisschen mit gegenhalten unten. Und deswegen hat sie auch so eine komplette Beinentwicklung, glaube ich. Weil habe ich genauso gehandhabt damals, dieses Abbremsen an diesem unangenehmen Punkt, wo du halten musst. Weil wenn du durchfederst, dann nimmst du den Schwung aus dem Gesäß normalerweise mit und wechselst dann direkt in den Quadrizep rein. Und so musst du erstmal abfedern und das... Sieht schon alles ziemlich schlüssig aus, freue ich mich. Langsamer. Bremse. Ja, so ist gut. Das ist ein gutes Tempo.
Man wird da mal verleitet, schneller zu werden, aber schön gegenhalten, schön gegenhalten, das ist wichtig. Leg ab und dann springst du in die Beinpresse. Was? Leg ab, sag ich, und spring in die Beinpresse rein. 10 konzentrierte und dann raus. Wenn das Gewicht zu schwer ist, sag Bescheid, aber ich glaube, müsste passen. Langsam? Ganz easy. Ganz nicht zu schnell, so ein mittleres Tempo. So, dass du fühlst schön. So. Die ist mega. Und dann wieder zurück, mit oder ohne, ist egal, wie du denkst, mit hinkriegst. Ich glaube, dass fast ohne auch intensiv ist, dann kriege ich es ein bisschen besser aufrecht dahin. Hm. Aber ich kann auch mit einer, oder? Wie du willst. So, das muss passen für dich. Ich schau mal, wenn nicht, lasse ich sie los. Auch oft relativ kurze Pausen mache, weil ich finde halt, klar, nach schweren Sätzen oder so braucht man vielleicht mal 2 Minuten, 3 Minuten, aber wenn du jetzt ein weniges Gewicht hast, dann hat der Muskel ja viel mehr Reiz, wenn du kürzere Pausen machst. Und die meisten, die lassen sich zu lange Zeit mit so Muschigewichten. Ja, vor allem, ne, die überschlagen sich ja auch mit der Atmung meistens, weil die Fitness halt nicht so gut ist. Aber ist schon beeindruckend. Ich bin schon kollabiert. Maschine. Jetzt merkt man auch, jetzt genießt sie den Schmerz auf. Jetzt. Genau jetzt ist er da, wo ich sie haben will. Super. Sehr geil. Kalle ist beeindruckt. Freut sich. Ich mag immer Dinge, die einen beeindrucken. Okay. Wenn du den Quad noch besser treffen willst, dann stell mal die Haxen unten an. Weil die ist echt prädestiniert dafür, die Presse. Tiefer noch, oder geht? Ja, fühlst du ja gleich. Bei der kriegst du nämlich auch keine Knieschmerzen, wenn du unten anstellst. Die läuft wirklich, also die ist vom Winkel her richtig geil. Mag die.
Super. Das wird ja wie so ein Stummfilm, weil Jenny Boy ja nichts sagen, Alter. Das ist ja richtig langweilig. Ach Quatsch. Vielleicht dann schon, wenn du was, wenn du mal genießen musst, dass du nicht die ganze Zeit denkst, ach du Scheiße. Was hat man ja meistens so. Ja. Wenn du jemanden antreiben musst. Ja, naja, gut. Oder weil, guck mal, dein Mindset stimmt. Die meisten musst du ja nur das Mindset pushen, weil die gar nicht wissen, was ihr Körper in der Lage bereit ist zu leisten. Und so rufen sie es dann halt auch ab. Wenn der Kopf sagt, Aua aufhören, dann hören sie auch auf. Und das hast du ja schon längst drumherum trainiert, um diesen Aber es ist Zustand. Trotzdem gut, weil man will halt einfach nicht rumjammern, weil ich bin ja keine Fotze. Ja. Super. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das hätte ich wahrscheinlich nie so gemacht. Ich hätte auch an meine Grenze gegangen, aber das ist einfach mindestens 30% mehr, wie das, was ich sonst machen würde. Ja, geil. Toll. Hallo. Hallo. Ich finde das auch schön, ja. Weil irgendwie du bist automatisch wärmer. Ja. Und nicht so. Gar kein Problem mit Schwitzen und so. Ich finde auch hinter der Bühne, wenn es so kalt ist, das ist Horror. Ja. Das ist einfach Horror. Ich hatte schon so oft, wo ich wollte mein Pullover nicht ausziehen, weil ich mir gedacht habe, boah, wenn ich jetzt anfangen muss, mich da aufzustellen und dann friere ich. Ja, weil du wirst ja auch nicht richtig warm und nix und die Kälte zieht ja rein, du hast keine Carbs drin, dann liegst da ewig durch die Zeitverzögerung rum und so und das ist schon scheiße. So, guck mal, Jenny. Den willst du machen, oder? Ich denke mal, müssen wir mal gucken, wir müssen ihn mal einstellen für dich. Lange Haxen hast du ja, könnte schon fast hinkommen, aber warte mal, den einfach arbeiten lassen, den Muskel. Brauchst auf kein Tempo nichts achten, einfach schöne vollständige Erholung. Zeigt es schon? Bisschen. Na dann los, dann noch 10 Stück mindestens. Weiter, 10. 10 Stück noch, komm. Läuft. 2, 3, super. Läuft. Einfach weitermachen. Ja, genau. Komm. Ich mach nichts. Ich mach gar nichts. Das ist alles du. Komm, arbeiten. Arbeiten. Jawohl, schön arbeiten. Super, so, genau. So, genau. Machen richtig kaputt. Komm, komm. Noch 2, 1 und noch ein. Und raus. Eine, wo ich gedacht habe, ich bin so richtig, richtig, richtig stark, weil ich immer halt aus dem kompletten Bein gearbeitet habe. Hm. Und viele, die haben ja einen brutalen Quad. Und die drücken dann irgendwie alles immer nur aus dem Quad oder auf dem Hüftbeuger und sind brutal stark. Und bei mir war es halt immer so, ich habe immer darauf geachtet, alles unter Spannung zu haben, was dann ja viel schwerer ist, das Gewicht kontrolliert zu bewegen. Weißt du, was Problem ich meine? Ist, ich verstehe dich, ja. Aber ich schwöre dir, 98% der Zuschauer wissen nicht, was du meinst. Ja. Mit dem aus dem Hüft, so, weißt du, dieses. Ja. Oder, ne? Diese verschiedenen Druckansätze zu finden, das ist, ich weiß genau, was Jenny meint jetzt gerade. Ne? Ich habe dann auch, wenn es dann so, wenn ich dann so rote Licht anging langsam nach oben, dann habe ich auch so mehr aus dem Hüftfeuer eigentlich festgekrallt und dann nur noch so einfach gestreckt, ja. Egal wie, als ob ich mit dem Gesäß nach hinten rücke so dabei. So hat sich das angefühlt. Hauptsache, ich habe mir Quatsch so im geistigen Auge vor mir gehabt, wie der gerade arbeitet, so wie so ein Wagen halt. Und habe mich da so reingesteigert, weil es hat Spaß gemacht. Ne? Und wenn es dann anfing, dass die Wiederholungen nicht mehr ganz kommen wollten, das hat mich so sauer, das hat mich so, weil mich selber nochmal so gekickt, das war krass. Hattest du dann immer einen Trainingspartner oder hast du es immer ohne gemacht? Ich hatte anfangs mal mit welchen probiert, aber meistens bringt es ja nichts, die halten mich auf. Mhm. Also wenn ich mal einen Spotter gebraucht habe für hier Kniebeugenrekord oder so, habe ich Klaus runtergeholt. Ansonsten
ich habe mir bei Zeiten angewöhnt, alleine zu trainieren und höchstens mal mit dem Spotter. Mhm. Aber dadurch, dass Klaus immer hier war, hatte ich halt immer einen guten Spotter gehabt. Er ist immer da, oder? Ja, der, seitdem ich hier bin, ist er immer da. Jetzt hat er den Laden übernommen, ja, seitdem Peter tot ist. Und vorher war er als Trainer quasi hier, also Freiberufler, angestellt so. Und deswegen war er jeden Tag hier für mich. Und das war natürlich mega. Ja. Ich hatte immer eine Vertrauensperson, auch wenn mal was ist. Ich konnte sofort eine passende Antwort geben. Ne, pass mal auf, da passiert gleich was oder da kannst du ruhig noch oder irgendwelche Worte, so, die man so annimmt denn und dann so für sich benutzt, halt um kranken Scheiß zu machen. Es hilft ja manchmal auch einfach nur, wenn du weißt, dass alles okay ist. Ich mache jetzt nicht viel schwerer, ich mache mal bloß eine Scheibe schwerer. Du machst jetzt mal 10 Schritte. Bleibst dann drin sitzen, unter Spannung, also, mhm, ne? So. Pause. Nee, kannst ruhig ganz hinter, also kannst aber drin bleiben halt, nicht rausgehen. Das ist so schön dehnt, gell? Und weiter geht's. 10 Stück, wenn du schaffst. Ach. Ach. Und Pause. Also muskelmächtige Kern jetzt, ja, raus. Ja. Und kommt aber nicht. Wird hier sehr gut. Innenseite. So, 3 Stück noch. Kann ich raus? Nö. Okay. Ein schöner Satz. Du guckst einfach, was geht, und, oder ich sehe ja, was geht, und dann reduziere ich 2-mal auf alle Fälle. Ja. Ne? Und versuche trotzdem schön, so brachial, ohne Schwung aus dem Muskel rauszuknallen, die Dinger. Mhm. Machen wir zusammen. 5 Stück, komm. Und los geht's. 1, oh, jetzt bist du da. 2, oh, allein. Allein. Oh. Allein. Oh. Allein. Oh. Jetzt komme ich mit. 1, noch 1. Komm, 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 komm. Hier, entspannen. Weiter geht's. Super. Jawohl. Komm, Jenny, komm, 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 komm. Arbeiten. 2 Stück noch. 1. Noch 1. Komm, 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 komm. Okay. Und jetzt schön ruhig arbeiten. Schöne Muskelrennen. Genau. Was geht? Kommt jetzt. Lass die Pause unten weg. Ah, genau so. Und schön durchstrecken. Machen wir zusammen. Yep. 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 Super. Läuft. Komm, beißen. Ja.
Komm, weiter geht's, komm. Komm, ich helfe nur oben ein bisschen mit. Komm, 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 komm. Und los geht's, komm, 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 komm. Und weiter, komm. Komm, Jenny, drei Stück noch jetzt. Eins. Zwei. Noch ein. Und raus. Sehr geiler Satz. Sehr, sehr geiler Satz. Jetzt ein paar Arbeiten, ganz normal. Noch ein. Und dann wieder halten. Noch. Halten. 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 Halt ein bisschen mehr gegen, wenn du runtergehst. Halten, 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 halten. Halten, 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 halten. Noch ein. Schön halten, halten, halten und schön langsam gegenhalten. Okay. Super. Ich denke mir dann immer, denkt er, dass ich mehr machen muss, aber du siehst ja, mehr geht halt einfach nicht so vom wenn es schon. Nee, so ist, du wirst lachen, ist noch Luft. Also ich bin jetzt noch nicht, dass du jetzt hier sterbenden Schwan spielen musstest. Also da, die flattern zwar und die sind kaputt jetzt schon, ist ja klar, aber da ist noch Leistung drin, das ja. Merke ich, also da ist noch Dampf drin. Ja. Alles gut. Jetzt gehst du normales Tempo hoch und dann machst du Zeitlupe runter. Mhm. Ja, und ich helfe dir dann ein bisschen. Ein bisschen langsamer runter. Zack. Schön gegenhalten. Zack. Halten, 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 gegenhalten. Nicht so runterrasseln lassen. Genau. Bam. Schön explosiv von unten. Ja, gibst einen schönen Kick. Bam. Genau. Einrasten oben und dann langsam. Knack. Super. Knack. Bisschen mehr gegen rein. Bisschen mehr gegen rein. Komm. Das schaffst du. Das schaffst du. Ja. Zack. Komm, komm, komm. Und gegenhalten. Und knack. Komm, 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 komm. Ja, schön gegen. Drück mal gegen. Drück mal gegen. Ja, und. Super. Und raus. Die fetzen eigentlich auch. Ich weiß nicht, irgendwie bei mir ist es so, ab einem gewissen Punkt, man spannt zwar an, aber man fühlt es nicht mehr. Du fühlst nichts mehr, ja. Es ist wie taub. Du denkst doch, ich mache alles wahrscheinlich. Nee, nee, da ist noch genügend drin. Aber wenn er an dem Punkt ist, dann haben wir alles richtig gemacht bis jetzt. Ja. Ja, definitiv. Vertikale Beinpresse. Mhm. Hast du schon mal gemacht, ne? Mhm. Gefällt dir die? Mhm. Mach mal einen Supersatz mit Strecken. Wir wählen ein moderates Gewicht, dass du hier so ungefähr 10 schaffst am Ende, mhm. plus minus. Also direkt aus dem Ding raus hier rein und dann Satzpause. Okay. Ne? So würde ich sagen. So, beim Rausheben die Dinger zur Seite hier und da hält sich fest an den Dicken, genau. Der Lage musst du mal gucken. Also wir können das ganze Ding auch noch nach hinten weitermachen, wenn dir das doof ist. Jetzt die Kohle zur Seite, genau. Kannst du den ersten mal ein bisschen mit hin, dass ich ein Gefühl dafür kriege, weil ich habe. Okay. Gut. Machst du einfach so um die 10. Guckst du erstmal. Okay, noch 10.
4. Und rein, rein. Rein, warte, rein, rein, rein. Ein Stück runter. Genau. Soll ich dir helfen, Jenny? Ey, ich schwöre dir, wenn du mal über, wenn du mal sehen würdest, muss nach vorne rausstehen. Mal über, wenn du sehen würdest, wo ich normalerweise trainiere, würdest du wahrscheinlich Depressionen kriegen. Warte. So, komm rein. Schwindlich. Gewicht müsste okay sein, sonst stecke ich noch einer runter. War das Mobbing? Das war Mobbing, oder? Okay, reicht. Ich finde immer, wenn du irgendwo bist, du trainierst ja jetzt seit eigentlich dein Leben lang hier, und du hast ein Gerät, wo du nie machst, dann ist das erste Mal immer irgendwie komisch, weil du immer ein bisschen... Ja, ich mache dann auch gerne so rein, oder habe früher so einen Reihenfühlsatz gemacht mit einem ziemlich leichten Gewicht erstmal, dass ich gucke, wie funktioniert das Ding. Und ich weiß, was du meinst. Ja. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder mit dir hier trainieren würde oder hier wieder selber ein Training machen würde, das wird von Mal zu Mal immer einfacher werden. Ja. Weil ich habe so Geräte nicht. Ich habe ja einen Beinstrecker, da würdest du wahrscheinlich nicht mal reinpassen. Echt? Ja. Schon mal ein eigenes Gym gedacht? Fehlt noch ein bisschen Kleingeld dafür. Aber wenn es irgendwann mal klappt, weil aktuell geht halt alles für die Welt. Also, habt ihr gehört? Kauft CNT bei der lieben Jenny ein. Dann macht sie in Zukunft die eigenen Videos im eigenen Gym. Und macht wieder einen schönen Rhythmus. Wichtig ist, dass du den schön müde kriegst und schön arbeiten lässt, den Muskel. Komm zusammen. Das ist nicht schwerer wie vorher. Das sind 2 10er Scheibchen. Du Tier, komm, Jenny. Ich bin dabei. Ja, arbeiten. Ja, 2. Schön ruhig. Ja. Alles deins, weiter geht's. Komm, noch drei. 1. 2 und noch ein schön, komm. Jawohl! Und rein. Der Johann, als er immer mit trainiert hat, also als Trainer, hat immer gesagt, er spannt bei jeder Wiederholung, spannt er mit an. Und ja, der ist auch voll drin, das siehst du ja. Vor allen Dingen sein Gesicht. Ja. Johann, wenn du das siehst, dein Gesichtsfasching, der motiviert schon alleine. So, jetzt hast du genug Pause geschindet. Oh. Jawohl, schön durchziehen, komm. Willst dich nichts mehr bewegen. Komm. Komm, Jenny. Und raus. Ja, bei Supersätzen, da gönne ich den Athleten oder mir damals auch den Luxus, weniger Sätze zu machen, weil es ja doch auch eine große körperliche Belastung ist, in Folge zu trainieren, 2 Übungen. Deswegen haben wir ja das Beinstrecken, wo wir Single gemacht haben, ein paar mehr Sätze gemacht. Jetzt bei den Supersätzen, genauso wie oben bei den Giant-Sätzen, ein bisschen weniger. Jetzt werden wir hochmarschieren in Hackenschmidt oder Beinpresse. Zuerst kannst du dir aussuchen. Hackenschmidt. Machen wir Hackenschmidt zuerst. Da werden wir dann auch mal gucken, was da noch so ein bisschen geht, ob wir reduzieren können oder nicht. Aber wir fummeln uns einfach mal durch jetzt. Ja. Auf alle Fälle, Jenny, bist jetzt super abgeliefert.
war auch nicht anders zu erwarten, logischerweise. Und genug gequatscht. Ohne Hände. Wenn du nicht mehr kannst, wenn es absolut nicht mehr geht. Also hier meinst du mit Hände? Hm? Habe ich noch nie gemacht. Zeig mal, das bringe ich dir heute bei. Okay. So, na, dann fangen wir an. Ganz normaler Rhythmus, alles ganz normal. Ja, ein bisschen mehr Spannung im Körper, komm. Jawohl, komm. Komm. Komm, 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 komm. Bis es nicht mehr geht, komm. Komm, 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 komm. Komm schon. Jetzt. Und jetzt die Hände ran und jetzt nochmal genauso viel. Ja, schieb durch, schieb durch. Schieb durch. Komm, 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 komm. Komm, Johnny. Komm. Ackern, komm, arbeiten, 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 arbeiten. Und rein. Lassen die Beine, also nicht einhängen. Weil dieses oben halten, das wirst du merken, das gibt dir im oberen Hamstring und im unteren Gluteus, das zeckt richtig rein. Aha. Komischerweise nach dem Pressen, wenn du dann halten musst. Ja. Weil die das abhalten müssen, abfangen müssen. Davon machen wir dann 3 oder 4 Mal in einem Satz, also in diesem Satz. Und am Ende machen wir, also die dritte Variante erzähle ich dir dann, wenn es soweit ist. Aber hier werden wir jetzt erstmal ein bisschen leichter machen, glaube ich. Ne? Hast du das früher auch so gemacht? Ja. Oder hast du? Ja. Ich hab immer mein Training so kreativ wie möglich gestaltet. Es hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich schon drauf gefreut. Denn, weil es ist mir irgendwann langweilig geworden, wenn ich wusste, ich muss ich habe ja viele Arbeitssätze gemacht, also nicht nur einen wie heute, sondern und dann ist es mir langweilig manchmal geworden. Und dann habe ich mir was einfallen lassen, einfach so, dass der Reiz trotzdem da ist, dass ich schwer arbeiten kann, aber und es mir versucht, noch schwerer zu machen. Halt. Mhm. Das hat mich so angebockt. Hm. Mit der Olympia-Jenny. Zehn und halten oben. Und weiter geht's. Super. Komm, 3 Stück. 3 Stück noch, Jenny. Zusammen. Zusammen. 1. 2. Los hier, Jenny. 4 Stück noch. 1. 2. Runter. 3 und noch 1, ohne Pause. Ja. Und Vollgas, jawohl. Komm, komm, komm und rein. Geiler Satz. Sehr schön. Der war wirklich bis zu Ende, der war schön. Und kriegt einen Pump im Arsch. Ich finde halt, dass bei der Beinpresse ist ja wie so eine, da kannst du schön, zwar schön wegdrücken. Musst dich nicht so konzentrieren, dass du wieder hochkommst, sondern. Einfach weg, wie so eine Maschine. Ja, krasser Scheiß.
Wie lange hast du früher immer so trainiert? So von der Zeit? Ja, Beine hat immer lange gedauert, weil ich auch längere Pausen gemacht habe teilweise dann. Gerade wenn es so sehr schwere Gewicht. Ich habe ja hier versucht 1000 Kilo raufzukriegen. Also da haben wir hier so hier eine Langhantel rein, hier eine Langhantel rein, hier alles drauf, die Langhanteln voll und teilweise bis zu 5 Leute hier oben. Ohne Scheiß. Und das Ding hat gehalten. Wo ich hier jetzt nach 20 Jahren wieder rein bin das erste Mal, dachte ich auch, Alter, das ist das Ding, würde ich heute nie mehr machen. Vielen Dank, ja. Haben wir gar nicht nachgedacht früher. Ja. Einfach gemacht. Ja. Und das habe ich gestern noch mit Klaus unterhalten. Wir haben einfach nicht so viel nachgedacht. Wir haben einfach Verletzungen oder kaputt, das war gar nicht im Kopf drin. Das war nicht vorhanden. Ja. So. Ja. Meine Ohren sind taub. Und dann habe ich so mit 1000 habe ich so 8er Serien geschafft. Das war, also dicke Beine hatte ich auch gehabt. Aber deswegen sah er auch halt so aus auf einem Amateurwettkampf. Und mittlerweile schau dir mal die Schwergewichtler auf einem Amateurwettkampf an. Kannst du alle in die Classic Physik stellen, fast. Deswegen gibt es ja diese Klassen jetzt auch mittlerweile. Richtig. Hätte man früher zu euch gesagt, hey, da gibt es eine Classic Physik, hätte wahrscheinlich ausgelacht. Hätte gar keiner für voll genommen. Das ist so wie Männer 3 gewesen damals bei uns. Da gab es ja vier Klassen zu meiner Zeit, also nicht mal 5, sondern 4. Und die Classic Physik Leute hier, Urs und so, die sehen aus wie so ein Männer 3 Typ. Ne, da ist auch, ich habe mir deinen Report noch nicht angeschaut, aber was sagst du zum Urs? Naja, wie gesagt, haben es nicht hinbekommen. Also die Form hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Im Vergleich zu den anderen Beinen jetzt, ne, das ist alles ja mal auf hohem Niveau, aber Wasserfilm geschoben, Farbe war nicht so cool. Andere würden sagen, die war scheiße. Ich sag, die war suboptimal. Ja. Und dann die Prejudging hat da nicht die Form gebracht, die er hätte bringen müssen, um das ist interessant. Und dann, das Problem ist halt bei Urs, und das bestätigen mir auch jetzt mittlerweile mehr Leute, weil früher haben sie mal gesagt, oder mich ausgehatet, wenn ich gesagt habe, ey, der Urs, der hat keine Muskeln. Ne? Das ist ja nicht böse gemeint, der hat halt kleine Muskeln und die hat er ja behalten. Der Arm und die Schulter ist ja eine große Schwäche nach wie vor, wenn er dann in die Klasse rein sich drückt. 2 Wochen vorher sieht das alles komplett anders aus, da sieht er echt gut aus. Keine Ahnung, ich kann es ja nicht sagen. Auf alle Fälle war es halt, Platz 3 war schon sehr, sehr gut gewesen. Ich habe auch gedacht, erst 4. eigentlich. Habe ich auch teilweise gedacht, bloß der Brion, der ist halt durch seinen Quadrizepsschwung so abgefallen. Okay. In den Frontposen so, ne? Die Rückenposen. Aber Wesley hat mich überrascht. Mich nicht. Hast du ja angesagt vorher. Ja, okay. Also ich gönn's ihm so krass, weil... Deswegen haben sie mir alles Orakel genannt, weil ich gesagt habe, Wesley kann die Show gewinnen. Ja. Hatte gar keinen auf dem Schirm. Nee. Aber der hat ja diesen, wenn man jetzt wirklich nach diesem Classic-Arnold-Look bewertet, ist hat er als Einziger, als ja. Einziger. Kommt keiner ran. Stimmt schon. Aber ich glaube nicht, dass er das, weil jetzt viele vermuten ja, ja, der wird jetzt neuer Olympia und so. Zibam schlägt da nicht, nee. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, beim Olympia wird dieser Arnold-Look, der spielt da keine Rolle. Ja. Ne? Und deswegen denke ich, dass Ramon gewinnen wird. Deswegen habe ich auch zum Beispiel auf europäischen Shows vielleicht nicht immer so die beste Karte, aber beim Olympia ist das, was ich bin, wieder genau das, ja, was eigentlich... Aber ist ja noch komplizierter, das sehe ich ja, also ich bereite nur selber einen Athleten, ich sehe da von Show zu Show selber nicht durch, was da teilweise verlangt wird. Es kommt wirklich auf die Judges auch an. Oh, das ist ja wirklich, wie gesagt, da kannst du ja so daneben liegen, zu dünn, zu dick, und deswegen... Ich bin froh, dass ich nicht noch mehr Frauen im Team habe. Also jetzt wettkampfmäßig. Das glaube ich dir. So, pass auf, jetzt mal Folgendes. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen runternehmen. Ja. Weil jetzt machst du deine Pause unten. Ja. Halten. Bisschen länger halten. Halten, Druck. Halten, Druck. Super. Halten, Druck. Halten, Druck. Halten, Druck. Jetzt gefallen sie mir. Halten, Druck. So ist perfekt. Super. Halten, Druck. Weiter geht's. Super, Jenny. Halten und Druck. Alles alleine noch. Alles noch alleine.
halten, 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 Druck. Und rein. Super. Der war geil. Der war gut. Das sind so Sachen, die man normalerweise nie macht. Habe ich tatsächlich auch viel gemacht, weil gerade dieses pervers, das ist ja pervers, da unten zu halten. Das ist doch krank, macht doch kein normaler Mensch. Aber wir machen es. Aber es ist genau das, was du vorhin gesagt hast, dieses Ausgleichen. Weil normalerweise übernimmt dann vielleicht ein dominanteres Bein, weißt du so. Oder man ist ja auf einer Seite immer minimal vielleicht ein bisschen stärker. Und da merkt man so richtig... Kannst du es austangieren so ein bisschen. Das andere, wenn du merkst, so, das ist angestrengter, dann gibst du da wieder ein bisschen mehr Druck. Und bist dann so und drückst dann wieder aus beiden hoch. Ja. Weil normalerweise, wenn du es halt so machst, dann ist irgendwann, weil allein schon, wenn der eine Hüftbeuger mal ein bisschen verspannter ist, ist die Hüfte vielleicht ein bisschen kürzer, der Spine. Und dann drückst du automatisch mit dem längeren Bein mehr. Gab es das früher sowas? So Masseure oder sowas? So, ja, hat man aber nicht so wahrgenommen wie heute. Also heute habe ich einen sehr, sehr guten Physio. Den Max Mix, Healthy, bla 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 auf Insta, der hat sich da gut reingearbeitet in die Materie. Ne? Also mit dem bin ich schon seit 10 Jahren. Und der macht auch schon Rambazamba. Der macht auch Faszien, der ist auf Faszien spezialisiert. Aha. Das ist natürlich, super. Können ja nicht viele. Und diese Muskelverklebung aufzumachen, aufzubrechen und davon Ahnung zu haben, wie man da vorgehen muss, das ist natürlich Gold wert, weil solche Sachen hast du im Sport unweigerlich, dass du Muskelverklebungen bekommst. Und wenn das alles offen und geschmeidig bleibt, ist natürlich ein großes Plus. Hatte ich aber damals nicht gehabt. Ich hatte damals nicht gehört, Dorian hat geraten, 2 Massagen die Woche, eine schwere, eine harte und eine softe. Aber das habe ich ich habe nicht so Wert drauf gelegt, weil mir war die Zeit denn für Regeneration, man muss es sich auch leisten können. Das war ja nicht das Problem unbedingt. Also mir ging es ja damals nicht so schlecht immer im Milieu. Es gibt ja mittlerweile brutal, was die verlangen. Ja, also jetzt ist brutal, weil die müssen auch alle Steuern abführen. Ja. Ne, da ist das, ich krieg da zwar immer noch meine Special-Kurse, aber wenn ich jetzt jemand zu ihm hinschicken würde, der würde sich erstmal am Arsch setzen. Da kannst du dir dann alle 2 Monate mal leisten, sowas. Ne? Und nicht permanent. Das ist natürlich, ja. Oder hast jemand im Haus, der sich mit sowas auskennt. Überleg mal, wenn du jetzt Leute hast, die jetzt nicht aus dem Muskel trainieren. Die trainieren aus irgendwelchen. Ne? Ja. Die brauchen das dann noch viel dringender. Ja, aber der Witz ist ja, die wissen es ja teilweise gar nicht, dass sie es brauchen. Ne? Das siehst du und ich im Training, dass er es gar nicht ansteuern kann wirklich. Und darauf liegt aber heutzutage auch kaum jemand noch Wert. Also die wenigsten, die wirklich mit Muskelgefühl. Meine Trainingsphilosophie, also in der Bewegung, ich hab ja nur relativ schwer trainiert, aber ich habe immer konzentriert trainiert. Ja. Also ich habe immer versucht, das Gewicht kontrolliert, konzentriert zu bewegen und nicht dran rumzureißen einfach nur. Und selbst wenn ich mal vielleicht den einen oder anderen Tag hatte, wo ich mich mal hinreißen lassen habe, dann konnte ich das auch nur kontrolliert reißen, weil ich den richtigen Bewegungsablauf kannte. Ja. Weil ich weiß, wie ich es anlupfen muss, ohne dass es... Um es dann, weil wenn du siehst, wie Jay Cutler oder sowas trainiert hat, der hat ja auch viel so... Da habe ich viel übernommen von den Leuten. Ja. Ich habe die studiert. Ich habe wirklich Trainingsvideos aufgefressen von denen. Ich habe, wenn hier irgendwo immer Jean-Pierre, dann bin ich ja mit Jean-Pierre Fuchs in Kontakt gekommen, wo der hier Gastauftritt hatte. Hinterher bin ich denen auf den Sack gegangen. Die sind heute noch super befreundet. Ja. Ne, der hat mich der war quasi mein Co-Coach gewesen, hat mich mit auf die internationale Deutsche vorbereitet. Klaus, also eher eigentlich im Vordergrund, Klaus so ein bisschen im Hintergrund. Eigentlich, und davon kannst du nur profitieren von solchen Leuten. Ne, das war schon ein krasser Scheiß. Also, heutzutage kriegt man ja alles vorgeplappert auf YouTube, aber ist trotzdem anders, wie wenn es jemand persönlich sagt. Ja, und da kommt ja wieder dieser Satz von Joe Weider zum Tragen, die Einheit von Körper und Geist. Ja. Und den verstehen ja viele nicht. Dass das wirklich, dass so solche Sachen, guck mal, ob ich nur hier Cardio mache oder zu Hause, schon ein riesen Unterschied. Weil das Ritual, ins Gym zu fahren, sich vorzubereiten, die Tasche zu packen, zu preppen und so. Du bist mit dem Kopf die ganze Zeit dabei, um dieses Cardio oder dein Training durchzuführen. Ne? Wenn du das zu Hause machst, hast du das alles nicht. Und dann wird es auch nur halb. Ja. Dann wird es nie gut. Deswegen habe ich auch nie versucht, ein Home-Gym zu machen. Weil ich weiß genau, ich,
ich brauche die Motivation, ich brauche das Studio-Feeling um mich rum. Sonst kann ich nicht 100% abliefern. Ist ja dann zugleich alles. Ja. Stopp. Genau. Der Rhythmus ist auch gut. Stopp. Super. Ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Weißt du? Wenn du stehst und den Druck aufbaust. Ja. Oder du willst den Quadrizep direkt nur eben mitgeben beim Arbeiten. Aber du hast ja auch den Druck aufgebaut, wenn du allein schon den Fuß in den Boden drückst. Umso mehr du den isolierst, glaub mir, umso. Und das ist ja dein Ziel. Du willst ja mehr Volumen rein haben. Ja. Der Gluteus ist gut. Ja. Der ist. Du brauchst Volumen, wenn du quatsch. Ja. Und dann musst du. Ist doch, guck mal, das beste Sprichwort: Wenn du ein anderes Ergebnis willst, musst du was verändern. Ja. Ne? Oder, vom Kopf her. So. Oder Zeit. Und Reiz. Ja. Ja. Aber ich glaube, du bist ja an dem Punkt, du trainierst ja nicht erst seit 3 Jahren. Ne? Deswegen, bei dir ist es wirklich wichtig, vom Kopf her die Reizsetzung umzustellen, dass du wirklich versuchst, von allen Winkeln am besten auch isoliert zu arbeiten und solche Sachen. Das, was du hier, den Denkansatz, den könnte ich zum Beispiel gut für Katja übernehmen hier. Ja. Ne? Da, aber da bist du ja schon drüber. Ja, aber man muss echt sagen, jetzt wenn ich allein schon wieder mit jemandem wie dir trainiere, wo auch viel Wert auf so Strecker legt oder Strecker zu Beginn, das habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe den immer irgendwo am Ende hingeschmissen. Ich kriege ja den kurz ja gar nicht isoliert. Ja. Ich habe halt eher den Fokus auf die Grundübungen gelegt. Naja, was Spaß macht halt. Das macht man zuerst. Ist aber auch anstrengend. So. Das macht ich habe eher den Beuger Spaß. Immer so zum Anfang gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, dass der schön fertig und warm ist, auch für die Verletzungsgefahr. Der hat komplett getrennt, der hat einen extra Tag gekriegt. Ja. Weil das ging irgendwann nicht mehr. Weil bei dem Quad-Training, stell dir mal vor, du müsstest jetzt noch Beuger machen. Sinnlos. Ja. Total sinnbefreit. Ne? Deswegen habe ich auch immer 6er-Split gemacht. Quadrizep und Beuger immer getrennt, weil warum soll ich dem denn so wenig Aufmerksamkeit geben? Guck mal, wie viel der Bizep bekommt, wie viel Aufmerksamkeit. Ne? Dem gebe ich 20 Sätze. Ja. Und der ist 4-mal so groß und den gebe ich 5 Sätze. Ja. Ne? Der ist zwar so ein bisschen mit drin beim Quadrizep-Training, aber da ist er halt so lala mit drin zum Halten und so. Aber speziell trainieren tust du nicht. Und wenn ich den wirklich speziell trainieren will, braucht der einen separaten Tag, 20, 25 Arbeitssätze. Ist so. Also, oder Sätze. Ja. Ne? So war meine Philosophie immer gewesen. Ich habe versucht, alles ziemlich simpel und einfach zu halten. Dass es sich auch gleichmäßig entwickelt. Ja. Ja. Und dass ich keinen habe, habe ich gesehen, wo ich Kevin Levoni das erste Mal gesehen habe. Das ist so wie, als ob da irgendwie so ein D-Zug an mir vorbeigefahren ist, wo ich. Was ist das? Ich weiß gar nicht, der war richtig so ausgebeult hinten, der Beuger bei ihm, so nach hinten raus. Wie so ein Pferdebein. Alter, dachte ich, das muss ich haben, das ist doch geil. Einmal abschneiden. So, ich würde sagen, wir reduzieren. Also du machst so vielleicht nochmal. Und ich mache, um den unteren Rücken ein bisschen zu schonen, vielleicht nimmst du ein bisschen Tempo noch raus. Mhm. Dann kann ich bei Zeiten reduzieren. Ja. Dann hast du nicht so viel Last auf dem Rücken. Okay. Sagst du wieder Stopp? Ja, ja. Okay. Stopp. 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 Jawohl, weiter. Stopp. So, jetzt noch 4 Stück rausquetschen. Oh. Ist nichts mehr rum. Oh. Ja, komm. Super. Super machst du das. Super machst du das. Jawohl. Sehr gut. Komm, 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 komm. 2 Stück noch. Du hattest gesagt 4. Ja, nicht erzählt. Hab mir Spaß gemacht. Komm. Ah. Spaß gemacht. Voll. Weil ich feiere es ja total, wenn ein Mensch so abliefern kann.
ich finde auch immer, ich denke mir immer so, ich erwarte oder bin immer total leer. Was ich erwarte gar nichts, weil ich mir einfach denke, ich freue mich einfach auf das Training, dass ich selber nicht denken muss. Weil was gibt's Geileres, als wenn du einfach in ein Training gehst? Weil du hast dir auch immer so gesagt, du hast dir voll Gedanken gemacht, was mache ich da, was kann ich da besser machen? Und wenn du jemanden hast, der einfach fünfmal so viel Erfahrung hat wie du und jetzt mal sagt, mach mal das, mach mal das. Ja, wenn man sich da so macht's jetzt fallen lassen kann ins Training. Voll, aber das muss man ja auch können, weil ja. Es gibt viele, die sind so in ihrem Modus und die können die Kontrolle nicht abgeben. Die sagen dann, nein, wenn ich jetzt heute nicht genau das und das machen kann und hier mein Tagebuch schreiben kann früh und mein Mobility und mein Meditation am Morgen. Du hast kein Logbuch? Nee, ich habe kein Logbuch. Jenny, sag ich mal. Nee. Endlich mal normale Leute hier. Aber ich bin auch jemand, der, wenn ich sag hier drei Sätze und merke dann, boah, geil, will aber noch einen machen. Ja, genau. Dann mache ich noch einen. Und wenn ich merke, hey, mit dem Gewicht gingen 12 Wiederholungen, aber eigentlich gehen noch 8, dann mache ich auch noch die 8. Ja. Deswegen ist das alles halt viel hier draus. Dieselbe Einstellung habe ich im Endeffekt auch. Deswegen geil, dass sich das so überschneidet alles. Also ziemlich parallel ist die Ansichten. Weil ich saß ja auch oft in meinem Training, trainiert so lange, wie ihr Lust habt. Haltet euch doch nicht an euren scheiß Plänen fest. Der Plan ist eine Vorgabe vom Coach. Ist nicht verkehrt, sich dran zu halten, aber wenn ihr merkt, ihr könnt mehr den Tag, dann macht doch mehr, dann gebt doch mehr. Weil sonst bleibt ihr ja limitiert. Ihr werdet nie euer Maximum erreichen, in nichts. Man muss halt einfach machen, einfach machen. Einfach machen, deswegen gibt es auch so viele Eintagsfliegen, weil einfach zu viele sich kaputt denken. Die Leute zerreden und zerdenken sich das Training teilweise. Und eigentlich ist es ziemlich simpel, weil hört einfach hier rein in euch selber. Ja. Der Körper sagt euch schon, wie viel er ab kann. Du hast am Anfang was ganz Schönes gesagt, wo man es jetzt sozusagen zum Schluss nochmal bringen kann. Du hast dich gewundert, weil viele Frauen, mit denen du zu tun hast, die den Sport machen, die haben alle irgendwie einen an der Kappe. Wir haben alle einen an der Kappe, aber du hast gemeint, wie kannst du trotzdem noch so normal sein? Ja. Und letztendlich könnte ich das Gleiche zu dir auch sagen, weil es gibt viele, die einfach voll einen an der Kappe haben, aber irgendwie seitdem ich dich so kenne, viele sagen, oh, ich habe voll Angst vor Heiko und keine Ahnung, ich hatte nie Angst vor dir. Weil du eigentlich von an sich, vom Menschlichen her, dein Herz ist viel größer oder dein Charakter ist so viel größer als das, wie du eigentlich auf andere wirkst. Und das, wenn man halt einfach Menschen erkennt, dann sollte man Angst vor dir haben. So, ich will so. Ja, ist so, weil die viele, die sehen halt immer nur, dass die haben Respekt, ist ja auch ganz gut, dass sie Respekt haben, aber die sehen halt entweder das, oder das, was du halt damals im Milieu gemacht hast. Und die denken halt, du bist halt so ein abgeklärter, harter Typ. Obwohl man, wenn man ein bisschen sich mit dir beschäftigt oder mit dir redet und zwischen den Zeilen liest, dann sieht man, dass das gar nicht so ist. Aber das ist auch ein Stück weit gewollt von mir, weil so gewährleistet, dass mir nicht jeder auf den Sack geht. Natürlich, das glaube ich. Aber wenn du dein Herz jedem öffnest und die Tür weit aufmachst, kommen auch ganz viele Leute rein. Auf jeden Fall. Das braucht man nicht. Aber wie gesagt, wenn ich schon mal jemanden so an mich ranlasse, wie euch jetzt zum Beispiel oder so, das mache ich dann auch von Herzen, weil es mir Spaß macht. Weil wir auch, du siehst ja, bei vielen Sachen haben wir die gleichen Ansichten und das hat einfach von Anfang an gepasst für mich. Denn wie du trainierst, den Trainingsstil, deine Einstellung, was deine Ziele, was du vorhast, das Ganze drumherum. Ja. Und damit, das passt einfach für mich. Aber das war damals schon so, wo du auch angefangen hast, Reporte zu machen oder darüber zu berichten, wie Wettkämpfe abgelaufen sind. Wenn man dann gehört hat, wie du auch über mich geredet hast oder berichtet hast, hat man auch immer so eine Sympathie schon gemerkt. Und na, das Respektvolle vor allen Dingen, weil ich habe ja deine Leistung immer anerkannt. Ja. Und ich habe ja auch gesehen, ja, dafür ist ja Social Media wäre gut, was du dafür tust. Ja. Also ansatzweise. Und sag ich, die reißt sich den Arsch auf, die macht, so sieht man, so krank sieht man ja nicht ohne Grund aus. Ja. Und das hat dann meinen Respekt. Und weil du halt ein Vollblutsportler bist, du lebst das 24-7, so wie man es machen sollte. Mhm. Und das finde ich einfach genial. Ne? Und dann, dann hat sich da so, das so nach kleinen Startschwierigkeiten so mit einer Freundschaft entwickelt halt. Ja. Ne? Und jetzt, ich feiere das total. Ich freue mich total, dass Jenny auf Mr. Olympia ist. Das ist zum Beispiel ein Ziel, was ich nie erreicht habe. Und da bin ich, da stehe ich total dahinter und feiere das total. Gönne ich ihr von ganzem Herzen. Ich gönne ihr aufs Finale. Ich gönne ihr alles. Ne? Und deswegen unterstützt die kleine Prinzessin hier mal bei ihren Vorhaben. Und wir moderieren das Video jetzt ab und kümmern uns um die fiesen Fragen. Ich habe so eine geile Frage. Dieses Video mit den Fragen findet ihr dann auf Heikos Kanal. Und ich habe eine geile Frage. Ich bin gespannt, was er darauf antworten wird, die jemand gestellt hat. So, hiermit einmal auf Wiedersehen aus Hamburg mit dem Coach Jenny auf ZNT-Nutrition.shop. Einmal einen Deal abstauben, immer ab Mittwoch, 18 Uhr.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind raus und ciao.